Also, guten Abend, meine Damen und Herren. Es geht bei mir um ganz kleine Sachen. Da kann ich mich vielleicht auch etwas kurz erfassen. Also, bei der molekularen Robotik, worum geht es da eigentlich? Was wollen wir erreichen? Was ist die Vision? Nun, was wir wollen, ist die ultimative Miniaturisierung von autonom agierenden Maschinen, letztendlich. Wir wollen Interaktion, Manipulation und Fabrikation von solchen Strukturen auf der molekularen Skala, sozusagen Interaktion von Molekülen mit Molekülen, extrem miniaturisiert. Wenn man eine solche Technologie zur Verfügung hätte, gäbe es eine Vielzahl von möglichen Anwendungen, letztlich in allen Bereichen der modernen Technologie, alles, was irgendwie mit physikalisch-chemischen Effekten zu tun hat, in solchen Bereichen, was viele sind, wären solche Sachen nützlich, aber auch speziell in der Medizin und gerade die Anwendung der Medizin, die erschließen sich eben auch dem Fachexperten, dem Nicht-Fachexperten relativ leicht, deswegen möchte ich da kurz drüber sprechen, indem wir einen kurzen Blick auch in die Natur werfen. Denn auf eine gewisse Art und Weise kann man zum Beispiel Viren als natürliche molekulare Roboter ansehen. Das sind sozusagen autonom agierende Systeme, die in der Lage sind, logische Entscheidungen zu treffen und eine Aktion auszuführen. Nehmen wir ein Beispiel hier, was wir sehen, ist eine elektronenmikroskopische Aufnahme eines Virus. In dem Fall handelt es sich um eine sogenannte Bakteriophage. Das ist ein Virus, der einen Bakterienstamm befällt, den wir alle gut kennen, das Darmbakterium Escherichia coli, jeder von uns in einer Vielzahl im Körper. Und diese Bakteriophagen, die brauchen eben diese E. coli-Zellen als Wirt, um sich zu reproduzieren. Man kann aus solchen Elektronmikroskopiebildern, ähnlich wie wir es heute im Verlauf des Tages schon mehrfach gesehen haben, ein dreidimensionales Modell solcher Viren rekonstruieren, wo man dann sozusagen in großer Detailtreue sieht, wie so ein Virus eigentlich aufgebaut ist. Sozusagen eben eine viele Komponenten und eine Verdickung da am oberen Ende. Insgesamt ist so ein Partikel natürlich sehr, sehr klein. 200 Nanometer in diesem Fall, also 0,000002 Meter, sehr klein. Und nichtsdestotrotz besteht dieser Virus eben aus einer Vielzahl von Bauteilen, ungefähr 1000 in dem Fall. Dabei handelt es sich um Makromoleküle und Proteinmoleküle, die wiederum selbst aus mehreren tausend Atomen bestehen. Wir können so ein Virus einmal aufschneiden und ins Innere schauen und Sie sehen, dass diese Verdickung im oberen Teil, dabei handelt es sich letztendlich um so eine Art Kofferraum, in dem die Erbinformation, die DNA dieses Virus gespeichert ist, die ist hier feinsäuberlich aufgewickelt und dann im unteren Teil dieser Schaftstruktur, da sehen Sie so einen Tubus, der sozusagen bis ganz nach unten läuft. Die Funktion dieses Tubus wird gleich klar werden. Diese Viren, die haben jetzt keine eigenen Antriebe, sondern die diffundieren einfach in Lösungen herum. Das heißt, getrieben durch thermische Kollisionen ändern die ihre Orte. Sie finden sie in den Meeren, in Seen, in Flüssen, aber auch im Leitungswasser. Und wenn diese Viren eben zufällig mal auf eine Oberfläche der richtigen Wirtszelle treffen, dann können sie diese Wirtszellen erkennen durch spezifische Moleküle, die an der Unterseite dieses Schafts sozusagen montiert sind. Und wenn es also zu einem Bindereignis kommt auf der richtigen Wirtszelle, dann wird ein Mechanismus ausgelöst, der zu einer schnellen Kontraktion dieser Schaftstruktur führt und dabei wird die in diesem Schaft befindliche Tubus quasi in die Zelle hineingedrückt. Und damit habe ich ein Loch in derselben Wand und nun ist es möglich, dass die in dem Virus gespeicherte Erbinformation eben direkt in das Zellinnere gelangt und jetzt beginnt der Lebenszyklus des Virus, die Gene können abgelesen werden, neue Proteine werden erzeugt und der ganze sozusagen Kopien dieses Virus setzen sich von neuem im Zellinneren zusammen. So, Viren sind allgemein etwas negativ besetzt, weil wir sie halt mit Krankheiten assoziieren. Nichtsdestotrotz sind das also faszinierende, autonom agierende Maschinen, letztlich, die natürlich nicht lebendig sind, die uns im Prinzip als Blaupause dienen könnten für fortschrittliche Wirkstofftransporter in der Zukunft. Also warum nicht versuchen, sowas wie komplett synthetische Virenpartikel zu erzeugen, die ähnliche Fähigkeiten haben, aber komplett durch die Menschen konstruiert sind und in der Lage sind, zum Beispiel Krebszellen oder Bakterien oder andere sozusagen nicht gewollte Partikel in einem Körper zu vernichten. Man könnte auch über Maschinen nachdenken, die in der Lage wären, eben pathogene Partikel wie Viren eben gezielt durch quasi eine molekulare Integration auseinanderzunehmen. So, das eine von möglichen Visionen in der molekularen Robotik. Die Frage ist, wie kann man diese Vision realisieren? Das führt mich zu einer Herausforderung in diesem Gebiet. Eine wichtige Herausforderung ist überhaupt erstmal zu lernen, wie man komplexe molekulare Strukturen und Maschinen auf dieser winzigen Skala überhaupt konstruieren kann. Und eine zweite wichtige Herausforderung ist zu lernen, wie man solche Maschinen antreiben kann, sie aktuieren, sie vielleicht sogar programmieren und mit einer Logik versehen, sodass diese Objekte in der Lage sind, eben Entscheidungen zu treffen. Und das führt mich auch zum nächsten Teil meines kleinen Vortrags. Ich wollte ein bisschen über Fortschritte in diesem Bereich reden. So, meine Arbeitsgruppe, mein Lehrstuhl, wir sind eben speziell mit der Hardware-Frage befasst. Wir wollen lernen, wie man eben komplexe
Molekularstrukturen aus Molekülen zusammensetzen kann. Und ich will Ihnen sozusagen in aller Kürze kurz erklären, was wir machen. Was wir machen ist, wir entwerfen am Reißbrett sozusagen unseren Schreibtischen die Sequenzen von DNA-Molekülen, derart, dass sozusagen ein System von vieler dieser Moleküle in Lösung ein kompliziertes Netzwerk von Wechselwirkungen eingehen kann, was dazu führt, dass sich diese DNA-Moleküle in einer vorherbestimmten Molekularstruktur selbsttätig zusammensetzen können. Sie brauchen eben keine Maschine, um die daraus resultierenden Strukturen zu erzeugen, sondern es passiert über einen Selbstassimilierungsprozess. Mit diesem Regelwerk und den Methoden, die wir entwickelt haben, ist es uns gelungen, eine ganze Reihe von sozusagen Bauteilen, Komponenten auf der Molekularskala zu konstruieren, die sozusagen in ihrer Form und in den Eigenschaften komplett in Sequenzen kodiert sind. Sie können die Sequenzen einem Kollegen in Stanford schicken, produziert die DNA-Moleküle, mischt sie zusammen und es entstehen genau die gleichen Objekte. Und was Sie hier sehen, jetzt sind mit der Elektronenmikroskopie rekonstruierte Modelle dieser resultierenden Strukturen, die gibt es also wirklich. Die sehen so aus, das sind also Daten und wir haben eben hier Objekte konstruiert von der Längsskala einigen wenigen Nanometer bis zu einigen hundert Nanometern. Okay, das ist Fortschritt in dieser Richtung. Wir können eben Bauteile sozusagen auf der molekularen Skala konstruieren. Die nächste Frage, die wir uns gestellt haben, ist, ob wir diese Komponenten sozusagen auch wiederum in höher geordnete Objekte assemblieren können. Warum ist das überhaupt interessant? Warum sollte man das tun wollen? Na, ist, glaube ich, jedermann eingängig, dass um eine komplizierte Maschine zu konstruieren, man verschiedene Bauteile braucht, die sozusagen zum Teil trivial anmutende vielleicht Funktionen in dieser Maschine erfüllen. Das ist richtig auf der makroskopischen Skala, aber es ist auch richtig auf der mikroskopischen Skala. Der Virus selber zum Beispiel besteht aus tausenden verschiedenen Komponenten. Und wir haben ja uns speziell eben auch mit der Frage befasst, ob wir solche molekularen Kofferräume, sozusagen virusartigen Kapside, konstruieren können. Und ich will Ihnen mal zeigen, wie uns das gelungen ist mit einem Prototypen. Das ist hier ein 2-Millionen-fach vergrößertes Modell einer molekularen Struktur, die wir aus DNA konstruieren konnten. Die ist eben so eine Dreieckbauteil, was dessen Geometrie derart ist, dass wenn Sie mehrere Kopien dieser Dreiecke zusammenlagern, dann entsteht eine geschlossene Kugel. Und die Geometrie sozusagen dieser Bauteile bestimmt vollständig, wie die geschlossene Kugel nachher ausschaut. Das können Sie ausprobieren. Sie können zum Beispiel 8 Kopien dieser Dreiecke in eine Kugel sperren und dann diese Kugel schütteln. Und dann sozusagen wie von Geisterhand setzt sich da ein kleiner Oktaeder zum Beispiel zusammen. Und sozusagen in analoger Form, in Lösung auf molekularer Skala, können wir dann mit solchen Dreiecken, hier wiederum mit Elektronenmikroskopie validiert, jetzt auf der 50 Nanometer Längsskala eben Kugeln diverser Größe mit Hohlräumen konstruieren. Zum Beispiel, wenn Sie dieses Dreieck, was oben links in Blau zu sehen ist, das ist eben ein gleichseitiges Dreieck mit bestimmten Kantenlängen und Winkeln, das setzt sich eben, 20 Kopien dieses Dreiecks setzt sich eben in dieser ikosahedrale Struktur zusammen, daneben ein anderes Dreieck, gleichschenklich, andere Geometrie, macht eben eine Kugel mit 60 Dreiecken. Warum ist das interessant? Nun, damit gelingt es uns eben mit diesem System, jetzt Strukturen zu bauen, die eben sehr wohl vergleichbar sind, in der größten Skala zu diesen natürlichen Vorlagen, die wir nachbauen wollen. Sie sehen links den Bakteriophagen dargestellt und rechts unsere Kapseln, die wir so eben konstruiert haben, können wir aufschneiden. Wir haben eben als auch Hohlräume zur Verfügung auf der molekularen Skala und es ist durchaus denkbar, dass wir in der nächsten Iteration eine Version dieser Kapseln konstruieren, die keine Löcher mehr haben, sodass man tatsächlich einen Wirkstoff zum Beispiel mit einsperren könnte. So, Sie sehen links, dieser Bakteriophage hat natürlich jetzt auch einen Mechanismus, um eine Zelle zu erkennen und ein Loch in die Zellmembran zu bohren. Mit solchen Mechanismen haben wir uns auch befasst, also sozusagen eine miniaturisierte Spritze quasi in der Vergangenheit mal konstruiert. Das ist ein Modul, ein Bauteil, was wir sozusagen in unserem gedachten Baukasten haben und könnten wir dann zusammensetzen. Sozusagen in aller Kürze. Noch ein Aspekt, der in der Robotik natürlich wichtig ist, sind Mechanismen und Bewegung. Da sind wir eben auch schon dran, versuchen eben, haben eine ganze Reihe von Prototypen konstruiert, wo wir sozusagen exploriert haben, wie wir auf der molekularen Skala eben Gelenke und Schaltungen zwischen verschiedenen Konformationen realisieren können. Und links sehen Sie eine schematische Darstellung von einem humanoiden, sozusagen ein Modell eines humanoiden Roboters, den wir auf 70 Nanometer Längsskala konstruiert haben, der aus 3 Bauteilen besteht und sozusagen Arme hat, die sich auf einem Gelenk bewegen können. Es ist tatsächlich gelungen, dieses Ding zu konstruieren und auch sozusagen die Arme bewegen zu lassen durch externe Stimuli. Wir haben uns mit so schaltbaren Kapseln befasst und auch solchen Systemen, wo man möglicherweise molekularen Transport entlang von Schienensystemen erreichen könnte. Die Systeme unten rechts übrigens haben wir zwar gebaut, aber die funktionieren noch nicht. Dann ein Thema, was in der, sozusagen bei diesen makroskopischen Greifarmen natürlich sehr relevant ist, sind Motoren, die Drehmomente ausüben können.
Drehmoment erzeugen können. Sowas haben wir überhaupt nicht in der molekularen Skala. Uns fehlen die Motoren. Deswegen ist es ja wichtig, sowas zu entwickeln. Und das Problem, was Sie haben, ist, ohne Werkzeug können Sie ja nicht mal eine Achse in ein Lager stecken. Sie müssen sich sozusagen einen chemischen Prozess überlegen, der die Reihenfolge irgendwie vorhergibt. Und da ist uns auch eine Lösung eingefallen, wie wir das machen können, sodass wir eben jetzt quasi Rotationsmechanismen zur Verfügung haben, die wir jetzt als Vorlage nehmen, um Motoren zu konstruieren. Also letztlich, um quasi abzuschließen, wir arbeiten uns entlang einer Roadmap, in der wir systematisch versuchen, die strukturelle und funktionelle Komplexität von Strukturen zu erhöhen, sodass wir von Strukturen zu Devices, zu Maschinen, zu Robotern irgendwann kommen können. Okay, dann da ich zwei Sätze noch den Perspektiven des Feldes. Heute sind wir ganz klar in einer explorativen Phase. Wir müssen sehr viel Grundlagenforschung noch machen, um die physikalisch-chemisch-technischen Grundlagen überhaupt erstmal zu setzen. Nichtsdestotrotz gibt es heutzutage eine ganze Reihe von Nischenanwendungen, die bereits in der Grundlagenforschung erreicht werden können mit den Strukturen, die ich Ihnen gezeigt hatte. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir in der Zukunft eine Vielzahl von breit anwendbaren biomedizinischen Produkten haben werden. Vielleicht gibt es neue molekulare Materialien und das ganze Feld wird substanziell befeuert werden, sobald es uns gelingt, echte molekulare Motoren, die Drehmomente erzeugen können, zu konstruieren. Sie sehen also hier, es geht ein Licht auf, wir haben eine Morgendämmerung hier. Heute sehen wir das Licht der Munich School of Robotics, Machine Intelligence geht heute auf, möge es sehr hell scheinen und mit ihm hoffentlich auch das Licht der molekularen Roboter. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.